Ich bin Nazararias und wir wollen mal ein bisschen lustige Sendung heute hier bringen. Ich bin für den Interviewteil zuständig und werde nachher einige Leute auf der Straße interviewen. Wir haben aber noch einige andere Leute, die in unserer Sendung mitwirken werden. Und die stellen sich jetzt mal vor. Da begrüße ich jetzt mal den Herrn Motzkus, bitteschön. Ich bin Gastmoderator hier aus der Deutschen Welle Sachsen und ich werde hier in Rostock mal ein bisschen in die Läden reingehen und gucken, ob da nicht schon was schlecht ist, ne? Also, jetzt würde ich vorschlagen, stell dich mal direkt der Nächste vor, ne? Tschüss. Ich find's scheiße, wenn man auf Klo gefilmt wird, ne? Aber ich habe leider keinen anderen Zeitpunkt gefunden, mich vorzustellen. Jetzt könnt ihr mich zwar nicht sehen, mein Name ist Klaus-Ulrich Täge, ne? Ich komme aus Braunschweig, hört man vielleicht auch. Ich sag mal so, ich bin ausgebildeter Philosophielehrer und ich werde heute teilweise mal ein bisschen, sag ich mal, Sachen kommentieren, auf philosophische Weise, sag ich mal, ne? Susi, sag doch auch mal was. Normalerweise bin ich eigentlich der Kameramann, aber ich möchte doch mal ein dänisches Gedicht darbieten. Dankeschön. Ja, ich komme hier aus Mecklenburg, ne? Ich bin Rentnerin. Und ich werde heute mich mal so ein bisschen umhorchen, was so andere denken, die auch Rentner sind, ne? Zum Thema Blau. Ich meine, wir Alten, wir wollen ja auch irgendwie was noch zu sagen haben. So, nun aber erstmal genug mit dem Vorstell, ne? Nun wollen wir erstmal mit der Sendung beginnen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Dürfen wir Sie mal gerade was fragen? Ach, ich antworte nicht gerne. Aber es geht kurz. Immer mehr Jugendliche rennen ja jetzt mit blauen Hoden rum und jetzt hat das Gesundheitsministerium... Alt bin ich ja. Ja, das geht nur um eine Meinungsfrage. Jetzt hat das Gesundheitsministerium davor gewarnt, dass die Farbe blau krebserregende Stoffe beinhaltet und jetzt ein Verbot ausgehängt, dass man ab nächsten Jahr keine blauen Hoden mehr rumtragen kann. Was halten Sie davon? Jetzt kann man quasi nur noch mit schwarzen Korthoden oder so wie ich hier rumlaufen. Ja, blau ist wirklich krebserregend. Das hat das Gesundheitsministerium jetzt davor gewarnt, ab nächstem Jahr. Also, was ja, in den, wenn der, quasi der, wenn das auf den Hoden ist, wenn es auf den Hoden ist, dann ist es krebserregend. Ja, wenn es wirklich so ist, dann sollten die Jugendlichen umsatteln. Tragen Sie Hoden oder Ihr Mann? Ich habe noch keine Hose getragen. Nee, Sie sind ja auch eine Frau. Und, aber Ihr Mann? Ich habe ja keinen Mann mehr. Leider. Und Ihr Mann, den Sie hatten? Oder haben Sie Enkel oder irgendwas? Ich muss auch bald sterben. Wie sehen Sie die Gefahr für Ihren Arbeitsplatz als Hodenverkäuferin, sag ich mal? Ja, im Moment haben wir keine blauen Hosen hier. Nur Naturfarben und Schwarz. Weil sie krebserregend sind? Das weiß ich nicht. Daran liegt das nicht. Im Moment haben wir auch keine blauen Hosen. Kriegen Sie auch keine blauen Hosen mehr rein? Weiß ich nicht. Das kann dann im Herbst, Winter wieder anders aussehen. Da kann ich nichts dazu sagen jetzt. Sie, es gibt ja genug andere Farben, die man nehmen kann. Ja. Aber für Hoden, ich meine... Denken Sie, dass alles krebserregend oder denken Sie nur blau? Na, es gibt so viele Stoffe, die krebserregend sind, wenn man die alle weglassen wollte um liebe Zeit. Also gerade ja auch am Sack und was so. Was glauben Sie, wie viel Chemie in den Lebensmitteln ist, wo man noch gar nicht weiß, was das alles verursacht? Stimmt. Das ist ein interessantes Diskussionsthema. Wollen Sie noch jemanden grüßen vielleicht? Tja, meine Kinder in Berlin würde ich grüßen. Was für Dinger? Mit blauen Hosen. Jetzt müssen sie alle Korthosen tragen oder sowas, was ich hier habe, schwarze. Wenn ich wüsste, das ist der 1. April, würde ich sagen, es ist ein Aprilscherz. Aber das dürfte die Farbe doch nicht auch machen. Doch, da sind krebserregende Stoffe. Im doch, Blau? Ja. Im Blauen? Darum geht's ja, junge Frau. Mhm. Und in anderen Stoffen sind diese... Was denn? Was wollen Sie mir jetzt klammern? Ich will Ihnen gar nichts klammern. Ich will nur fragen, ob in den anderen Farben diese erregenden Stoffe nicht drin sind. Dazu können wir nichts sagen. Auf jeden Fall, es geht ja speziell jetzt um Hoden und da sind die krebserregend. Naja, denn... Nein, das glaube ich nicht. Wir werden sicher auch mal eine da glaube ich haben. Überhaupt. Sie machen Ihrem Mann weiter blaue Hoden. Jawohl, jawohl. Wie machen Sie das? Immer reinschlagenden quasi, oder wie? Na, Sie erzählen uns hier schon Sachen, ich weiß nicht. Na gut, schönen Dank, ne? Schönen Tag. Nur mal so ein Einwurf, wir sehen da An- und Verkauf, warum ist das blau? Möchte ich jetzt nichts erklären, weil ich das einfach nicht kenne, ne? Das Wort, was ich kenne, heißt An- und für sich, nicht An- und Verkauf. So, jetzt geht's weiter. Es geht darum, Amts für Lebensmittelforschung hat die Farbe blau auf Ostereiern gestrichen, weil das krebserregend ist, ab 2003. Ja, jetzt dürfen keine Leute mehr die Ostereier blau färben. Was sagen Sie, was halten Sie davon?
Es gibt so viele krebserregende Mittel. Wenn man das alles wegstreicht, um Gottes Willen, dann darf man gar nichts mehr essen. Meinen Sie bei Ihrem Mann die Eier blau? Nee. Welche Farben nehmen Sie immer? Ich färbe überhaupt keine Eier. Warum nicht? Weil Sie keine haben, oder? Nee, weil ich es nicht nötig habe. Warum haben Sie es nicht nötig? Wem soll ich die Eier blau färben? Na, Ihrem Mann? Nein, ich habe keinen. Haben Sie Kind? Malen Sie zu Ostern Ihre Eier blau? Ja. Sehen Sie? Und das bleibt ja auch alles weg. Da müssen Sie quasi Ihre Eier... Haben Sie Eier? Ja. Ach, tatsächlich. Sie sind die erste Frau, die heute Eier hat. Und hat Ihr Mann auch und Ihre Kinder und so? Was und so? Warum färben Sie zu Ostern Ihre Eier oder die Eier von Ihrer Familie? Tradition? Dass Ostern bunt wird. Ja, was nützt das Bunte, wenn man nachher irgendwie Krebs am Sack hat? Also ich meine, das ist ja alles krebserregend, die Farbstoffe. Blau bedeutet nicht Krebs. Und auch zu Ostern ist ja in der Farbe blau, hat das Amt für Lebensmittelforschung jetzt auch rausgefunden, dass man jetzt auch sich die Eier nicht mehr blau anmalen darf, sondern nur noch rot oder orange. Wissen Sie, die färbe ich eigentlich nur mit Zwiebelschalen. Also wenn Sie färben Ihre Hunde mit Zwiebel Ihre Eier. Von wessen Eier nehmen Sie da? Wessen Eier? Na, die kaufe ich hier. Wo? Sie kaufen Eier? Ja, hier kaufe ich Eier. Und wer erklärt Sie immer dazu bereit, die abzugeben, zu spenden? Gibt es da auch so wie für Blutspenden und Nierenspenden und so, gibt es auch Eierspenden? Weil die sind ja dann impotent, die Männer. Das verstehe ich nicht. Ist auch egal. Schönen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihrem Einkauf. Dankeschön. Als ich hier in Osten gekommen bin, habe ich auch gedacht, naja, scheint mir unbegreiflich, dass Leute Geld ausgeben. Naja, da haben wir auch die klasse Überleitung wieder, Geld ist ja blau. Naja, wenn ich da an 100-Mark-Schein denke, Karl Marx oder was da drauf, naja, hier im Osten, sag ich mal, dass Leute Geld dafür ausgeben, wir in Braunschweig, wir hatten Toiletten für unser Geschäft, naja, wir brauchten keine Reisenbuch. Schönen guten Tag, dürfen Sie dir mal was fragen? Ja. Weil Sie hier fleißig Ihr Haus hier anmalen lassen. Das Amt für Hausbau hat jetzt ein Verbot ausgehängt, wegen des Verbots dieser schlechten Farbe, dass Häuser gebaut werden. Ja. Was halten Sie denn davon? Ich sage jetzt nicht dazu, geht mal ein Zimmer bitte weiter, ja? Wo ist der? Es tut mir leid, da verstehe ich nichts von und ich habe da keine Meinung. Sind Sie kein Blauunternehmen? Nein, auf keinen Fall. Das hat ja auch Konsequenzen für die Blaumärkte, ne? Was soll denn der Unsinn? Irgendwie ist es doch Unsinn, was Sie da erzählen, ne? Ich weiß nicht von. Ja. Unbegreiflich. Ich bin kein Fachmann, ich kann davon nichts wissen. Wieso ist das unbegreiflich? Für mich jedenfalls. Ich habe auch Ihre Frage nicht genau verstanden. Sollen sich andere Gedanken machen? Ja, ist auch schon geschehen. Wir haben schon ganz clevere Alternativen. Jetzt kann man Häuser röten. Oder grünen. Ein Witz von Ihnen jetzt hier, ne? Ja, nee, aber ich sage Ihnen mal was anderes. Das wüsste ich nicht. Hä? Weißt du das? Nee, ich verstehe das auch. Ich höre schlecht sowieso. Achso. Da haben Sie bei uns kein Glück, da müssen Sie gewinnen. So haben Sie auch schon viele Rentnergruppen zusammengefunden und haben jetzt beschlossen, Blaudenkmäler zu erhalten. Was halten Sie von sowas? Das kann ich mir nichts unter vorstellen. Sind Sie kein Blauunternehmer irgendwie? Blau? Ja. Die kann ich mir nichts unter vorstellen. Tut mir leid, Sie haben die verkehrten Paar. Gut. Gegen Blau? Ich bin nicht gegen Blau. Und nee, aber das soll ja jetzt abgeschafft werden und jetzt hat das ja auch Konsequenzen für Blauunternehmer. Blaukosten und sowas alles, das geht ja alles in den Bach runter dann, ne? Weiß ich nicht. Blau mag ich. Ich hab nichts gegen Blau. Ich hab nichts gegen Blau. Nee. Ich hab nichts gegen Blau. Sie wissen wahrscheinlich mit der Frage jetzt nichts anzufangen. Davon halte ich nichts. Nix. Ich mag Blau. Das haben Sie, glaube ich, schon öfter gesagt. Mir ist es egal, was Sie machen. Touchen Sie mal nicht an. Und dann mal was anderes. Dann müssen Sie Ihre Häuser grünen oder röten. Wenn es eine Blauaufsichtsbehörde gibt, müssen Sie Ihre Häuser so machen. Sicher gibt sie. Nee, und das hat ja auch Konsequenzen für Kinder, ne? Blaukästen, Blauklötze. Alles blau, ne? Blau ist aber eine schöne Farbe. Ja. Wollt ihr mich verscheißen? Schön, jetzt sind wir hier mal hängen geblieben.
Ihr wollt mich für scheiße, das finde ich nicht in Ordnung. Wir kommen aus dem Westen, da. Ich weiß nicht, ob wir da auch sowas haben. Na, Denkmäler halt, um die Farbe zu erhalten, blau. Blaudenkmäler. Gut. Denkmäler zu erhalten ist ja, ja auch immer gut. Wir finden, dass die Häuser sehr schön renoviert sind. Ja, es ist ja auch so. Anstrich die ganze Front herunter, wenn man die ganze Front herunter sieht, ist doch wunderschön geworden. Bitte? Dann wohnen wir eben im Zelte. Ja, wieso? Sie können ja die Häuser auch röten oder grünen. Die dürfen ja nur nicht mehr geblaut werden. Da drüben, die Universität hat schon eine wunderschöne Farbe. Nee, dann machen wir sie gelb. Gelb? Das sieht dann aber aus wie Urin. Macht nichts. Und wie sieht rot und schwarz aus? Rot und schwarz, so sehen sie aus. Nein, so sehe ich nicht aus. Sicher? Sieht sie rot und schwarz aus? Sagen Sie mal allen Ernstes. Rot und schwarz? Sie ist doch rot und schwarz. Wieso rot und schwarz? Oder sind Sie farbenblind? Gefragt, wie sehen Sie rot und schwarz? Er hat das nicht ganz genau. Da kommt ihr denn überhaupt? Bitte? Wir sind Deutsche Welle Türkei. Ach, Türkei. Ja. Die RID et wer, et soleskins wer, o söle vor, so erd wo atenär. Nu will jäi glemmerend, et deva winter. Nu will jäi go, o köbe hier sinte, o bringe dem tlen, som jäi haker. Hun köbte de wiele oder blo, hun köbte de smuggste hun so. Die RID et wer, o solenskinner, o omeis wer, lut der lüse minne, dem taja melte den, jäi tenker po. Mein Name ist Mutzkus, soll ich mich mal vorstellen? Hallo. Ich habe mal eine Frage. Sie sind ein Fischgeschäft, ne? Ja, ist richtig. Oder nicht? Ja, das ist richtig. Führen Sie denn auch blaue Fische? Blaue Fische gibt es auch, ja. Und, aber die verkaufen Sie nicht mal, ne? Doch, die verkaufe ich auch. Nun ist es ja so, ich habe ja eine Metzgerlehre gemacht, wenn die Fische blau sind, sind sie ja schlecht. Ich wusste gar nicht, dass man in der Metzgerei Fische bekommt. Deswegen sage ich es Ihnen ja. Wie gesagt, wenn die blau sind, dann sind sie ja schlecht. Ich meine, da beschummeln sie ja die Kunden hier, oder? Nein, ich beschummel die Kunden nicht. Die sind von Natur aus blau und sind nicht lebendig. Sagen Sie, und warum lachen Sie mich jetzt aus? Lachen Sie überhaupt nicht aus. Meinen Sie, ich wäre auch schlecht? Nein, ich glaube nicht, ne? Mein Name ist Mutzkus. Ich interessiere mich für blaue Perücken. Haben Sie auch blaue Perücken? Können wir mal kurz rumkommen, damit man sie auch versteht in der Kamera. Sie haben keine blauen Perücken? Nein, haben wir nicht. Und aus welchem Grund werden die nicht hergestellt? Es werden welche hergestellt. Wir hatten sogar schon mal eine, aber die ist leider ausverkauft. Und was kosten so die Teile? 300 Mark. Was halten Sie von meiner Perücke? Finde ich nicht sehr schön. Und jetzt haben Sie mich aber beleidigt. Ne? Ja, es ist meine Meinung. Na gut, wir leben ja im Staat, ja, von Meinungsfreiheit, Frau. Sehen Sie, und noch andere Frau, was schätzen Sie, was meine gekostet hat? 50 Mark? Na, ich weiß es nicht. Ja, ich wollte nicht. 50 Mark. Und Sie haben auch nicht vor, mal eine Perücke zu tragen? Solange meine eigenen Haare in Ordnung sind, nicht. Ja, mit den ganzen Metallfummel da drin, ich weiß nicht, wo das in Ordnung ist. Das soll doch jetzt schick sein. Mit den Metall, das ist schick? Ja. Das ist schick. Sagen Sie, kommen das auch mit meinen hohen Mollen? Natürlich. Und haben Sie da auch was Blaues? Nein, wir haben nichts Blaues. Blau ist aus. Wie, was sagten Sie? Sie stehen auf Blau. Nee. Ich mag Blau an sich überhaupt nicht. So, einen wunderschönen guten Tag. Darf man Sie mal was fragen? Darf man Sie mal was fragen? Mutzkus ist mein Name. Ich gebe Ihnen jetzt nicht die Hand, die ist so schweißig. Sehen Sie richtig, wie es glänzt, hä? Ja. So, jetzt kommt mein Mikro. Wir wollen Sie fragen, Ihre Straßenbahn, die sind ja jetzt blau. Ja. Nun sehe ich ja gerade den schicken Dispatcher, ne? Der hat ja auch Blaulicht. Ja. Wollen Sie das Auto auch blau streichen, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst? Nö. Warum nicht? Naja, ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Ja, aber dieses lausige Grau, wo ist denn da Abwechslung, hä? Wieso grau? Die Dispatcher sind doch jetzt grau. Vielleicht ist nicht gewaschen, aber sonst sind die eigentlich weiß. Oder das können Sie mir nicht weiß machen. Doch. Ich möchte da nicht antworten. Ich weiß nicht, ich habe keinen Grund, jetzt irgendwas zu sagen und hier ein Interview zu geben, ohne Vorankündigung und so weiter. Ich habe auch keine Zeit, also entschuldigen Sie mich. Wir haben uns mal vor ein paar Jahren hier Zäpfchen gekauft, ne? Und nun hat meine Mutter, die hat jetzt eine Fiebergrippe gehabt, und nun hat sie sich die Zäpfchen hinten eingeführt. Und nun ist es richtig kalt und riecht so ein bisschen pfefferminzig. Und Pfeffi-Zäpfchen. Weiß ich nicht, weg blau stand da drauf. Das sind also das sind keine Zäpfchen. Oh, Sachsen.
Es tut mir leid, ich kann für meine Nationalität nichts. Das ist so, wir kommen von der Deutschen Welle Sachsen. Bei uns ist das jetzt so, da dürfen keine blauen Sachen mehr angebracht werden, weil es ja krebserregend, wissen Sie, ne? Aha, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nee, kann ich nicht sagen. Ich hab's. So, nur geht's hier um Ihre blauen Lampen? Unsere blauen Lampen, die sind krebserregend, also, ja? Das nehme ich an, ne? Es geht ja um den Farbton Blau. Aha, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Dass Sie die vielleicht stornieren? Stornieren? Warum sollen wir die stornieren? Die hängen ja nun schon seit Jahren hier. Ja, deswegen, ja, aber die Kunden, ich meine, die können ja nicht alle auch Krebs kriegen, ne? Na, wenn Sie meinen, dass Sie hierher kommen sollen und die blauen Lampen dann akzeptieren, ich meine, das ist doch in Ordnung, ja, oder? Gut. Mikrofon nicht so direkt ins Gesicht halten. Na, man muss sie ja auch verstellen, junger Mann. Wenn ich davon erschlagen werde halbwegs, dann ist es auch nicht so gut, ne? Na, schlafen ist doch was anderes, hä? Ja. Nee, und sie haben ja hier auch blaue, sag ich mal, Wasservögel, ne? Kann ich mal fragen, was ist das eigentlich? Ja, die sterben ja auch aus, die Wasservögel. Kannst du mich mal aufklären hier über das, was hier so läuft? Also das ist so, die Bienchen setzen sich auf die Blüte, ja, und die bestäuben das. Hat ihnen das ihre Eltern nicht erklärt, oder? Das verstehe ich jetzt alles nicht so richtig. Also kannst du mir mal erklären, was du hier machst und wieso? Und ich wenn du mich vorher hättest mal ein bisschen aufklären können. Na, ich kläre sie auf gerade. Das merke ich ja schon, ja, aber... Ja, dann... Fische legen Eier. Und wenn der Fisch blau ist, dann ist er schlecht. Weißt du, sag mir einfach, was los ist und dann können wir darüber... Na, ich habe doch schon gesagt, was los ist. Fische legen Eier und wenn sie blau sind, sind sie schlecht. Was? Kennen Sie Kaviar? Die sind ja schwarz. Weißt du, komm, nimm mal dein Mikrofon. Nee, man muss sie ja verstehen. Man muss sie ja verstehen, junger Mann. Weißt du? Sonst fragen wir die junge Frau hier. Wollen Sie vielleicht ein bisschen mit uns erzählen über die blauen Lämmchen? Nein, ich möchte nicht mit euch erzählen. Warum nicht? Sehe ich so scheiß aus, oder? Nein, das nicht. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe keine Lust. Soll ich mir vielleicht die Haare auch blau färben? Ja, das wäre eine gute Idee. Bloß dann gehen sie ja aus, ist ja krebserregend. Wir sind überbevölkert. Und dann meinen Sie, ich müsste gehen, ja? Ja. Meinen Sie tatsächlich allen Ernstes? Ja. Sag mal so, warum ist das Parkplatzschild blau? Wenn wir weiterschauen, wo der Pfeil hinzeigt, der zeigt genau ins Wasser. Ne? Das Wasser ist ja bekanntlich auch blau. Hier in Osten ist auch wieder was anderes. Ich sag mal so, in Frankfurt, das hatten wir auch nichts. Ne? Sag ich mal, deswegen ist das blau. Wunderschönen guten Tag. Krüppel bringt mein Name, ich bin Rentnerin, ne? Wir haben eine Frage an Sie. Wir wollen herausfinden von der Marktforschung für volksmusikalische Begabungen, wie viele Leute Heino kennen, ne? Kennen Sie Heino? Ja, kenne ich. Nun wollen wir mal sehen, ob Sie den wirklich kennen. Das müssen wir ja feststellen, ne? Kennen Sie das Lied Schwarzbraun blüht die Haselnuss, oder wie das heißt? Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ja. Wollen Sie das mal ansingen? Nee. So, und jetzt gebe ich Ihnen eine leichtere Aufgabe, ganz kurz mit mir zusammen einmal blau, blau, blau blüht der Enzian zu singen. Nee, mach ich nicht. Warum nicht? Sie können auch was gewinnen. Nee, ich will nichts gewinnen. Nee. Blau, blau blüht der Enzian, wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen fängt es an, die ich nie vergessen kann. Nee, nie. Ach, nun komm, pass auf. Nee. Jetzt kommt die letzte Luft raus. Was? Wo denn hinten? Kleiner Junge, kennst du Heino? Ja. Heino, wollen wir mal beide blau, blau, blau blüht der Enzian zusammen singen? Okay, dann fangen wir mal an. Ja, ja, so blau, blau blüht der Enzian, wenn beim Alpenblühen wir uns wiedersehen mit ihren den Lippen fängt es an, die ich nie. Jetzt kommt vergessen kann. Vergessen kann. Wunderschönen guten Tag. Dürfen Sie gerade mal was fragen? Was denn? Wir würden Sie gerne fragen, ob Sie Heino kennen. Nein, kenne ich nicht. Wer ist das denn? Kennst du Heino? Ja. Wollen wir mal alle zusammen singen? Blau, blau, blau blüht der Enzian? Nö. Warum nicht? Darum. Wieso kommst du so einer alten Oma wie mir frech, sag mal? Weiß ich nicht. Hä? Weiß ich nicht. Du hast schon dein Leben noch gar nicht gearbeitet. Dir mal einen Arsch aufgerissen für eine Mark am Tag oder so. Naja, geh mal. Schönen guten Tag. Dürfen Sie mal was fragen? Ja. Können Sie mal ein bisschen an den Rand kommen hier?
Und zwar kennen Sie Heino? Ja. Wollen wir mal beide ganz kurz zusammen singen? Blau, blau, blau blüht der Enze an? Ich kann aber nicht gut singen. Ich auch nicht. Ach nee. Da tun wir uns zusammen. Wollen wir mal machen? Ja, fangen Sie mal an. Gut. Ja, ja, so blau, 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 blau ist der Enzian. Wenn man Rampen blühen, wir uns wiedersehen, mit ihren rot, 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 Hüpfen fängt es an, die ich nie. Jetzt sie vergessen kann. Bitte? Vergessen kann, müssen Sie noch sagen. Vergessen kann. Dankeschön. Könnten mir fragen, aber ich kann nichts verstehen, ich höre. Ach, das hat heute gar keinen Zweck, was zu fragen. Warum nicht? Weil es alles Schwindel ist. Wunderschönen guten Tag. Dürfen Sie mal gerade was fragen? Na? Nee. Wunderschönen guten Tag. Dürfen Sie mal gerade was fragen? Was denn? Ja, das will ich Sie auch fragen. Sie wollen mich was fragen? Ja. Dann los, dann verstehen Sie mich. Ja, was darf ich Ihnen, was darf ich Sie denn fragen? Keine Ahnung. Na, Sie haben gesagt, ich darf Sie was fragen. Jetzt darf ich mir das aussuchen, oder müssen Sie mir auch sagen, was ich Sie fragen darf? Wollen Sie in die Kamera mal gucken? Nein, ich habe keinen Bock. Sie haben keinen Bock? Was haben Sie dann? Ich habe Zeitdruck, ein bisschen Zeit. Aber, achso, und Ihr Mann ist auch damit einverstanden, dass Sie Bock, also Sie haben ja keinen quasi, aber... Mein Mann ist mit allem einverstanden, denn ich bin eigentlich Persönlichkeit genug, dass ich entscheiden kann, was richtig ist, und in der Regel ist es auch richtig. Das verstehe ich nicht. Schönen guten Tag, dürfen Sie mal gerade was fragen? Ja oder nein? Nein, lieber nicht. Und Sie? Nee, danke schön. Gut, Sie sehen gut aus übrigens auch. Was soll denn der Quatsch? Habt ihr irgendwie da so ein... Ich weiß nicht, was ihr damit sagt. Wieso Quatsch? Das geht hier um Blaukosten. Was soll denn so ein Unsinn? Wo gibt's denn sowas? Oh ne, was soll ich dazu sagen? Das fragen Sie bitte einen anderen. Mhm. Vor allem die Tiere kann man ja auch nicht mehr auseinanderhalten. Denn. Das Amt für Hausblau hat jetzt die Farbe Blau verboten. Weich? Das Amt für Hausblau hat jetzt die Farbe Blau verboten. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann auch mal spontan jetzt was sagen. Das wüsste ich nicht, was ich dazu sagen würde. Sind Sie Blauarbeiter, Hausblauer? Was soll ich dazu sagen? Ob Sie das sind, wollte ich wissen. Ich bin keine. Und was ist Ihr Job? Keine Häuser blau zu machen. Und machen Sie rot denn? Häuser röten, Häuser grünen? Ist mir egal, jedem Tierchen sein Pläsierchen. So, hier ist nochmal Zacharias. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bedanke mich auch nochmal bei unseren 4 Gastmoderatoren. War sehr witzig, schönen Dank und ich hoffe, dass Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt. Ich weiß nicht, wie unsere Sendung heißt, was sich der Rockkanal dafür ausgedacht hat. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schlafen Sie schön, träumen Sie was Schönes und feiern Sie noch schönen Geburtstag. Tschüss.